kennenzulernen. Ich heiße Gretel und der ungehobelte Kerl hier ist mein Bruder Hänsel. Sei vorsichtig, Liebes. Nicht, dass du etwas in Gang setzt, was du nicht aufhalten kannst. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Kinocast. Hallo Chris. Hallöchen. Hallöchen. Ja, ich bin der Erik. Wir begrüßen euch wieder in vertrauter Männerrunde wieder mal. Schöne Grüße an die Kate, die uns hoffentlich auch hört, sofern okay. Sie mit ihren ganzen Netflix-Serien und Apple TV Plus und sonst was durch ist. Kannst ja mal reinhören. Ja, wir hatten wieder einige Filme gesehen gehabt in der vergangenen Woche. Die Sneak Preview ist ja zum Glück auch wieder. Und in der Sneak Preview hatten wir den Film Gretel und Hänsel verlieben sich im Wald. Dort war es finster. Es war so finster. Und auch so bitterkalt. Ja, well, Hänsel and Mary were going through the prairie. Oh Gott, kennst du gar auf Englisch. Jedenfalls, ja. Den Film hat Hänsel und Gretelin. Ich kenne alle Otto-Varianten, tut mir leid. Ach so, wusste ich gar nicht, dass es von Otto ist. Ja. Also den Film hatte ich tatsächlich schon mal irgendwie ein bisschen unter Beobachtung gehabt, weil ja, wurde irgendwie ganz positiv besprochen, so bei welchen, mit denen ich auch so auf einer Wellenlänge bin, irgendwie auf Twitter und so. Und ist eine kanadisch-irisch-südafrikanische Koproduktion und ist von Oz Perkins gedreht, der Film. Hauptrolle spielt Sophia Lillis, die könnte man kennen, die hat zuletzt in der Serie mitgespielt, in der Netflix-Serie I'm Not Okay With This. Und die hatten wir gesehen im Kinofilm in S Kapitel 2 und natürlich auch in S, da hat sie die Beverly gespielt gehabt. Ah, daher kannte ich die. Na, kannst mal sehen. Und während sie bei S zum Beispiel hatte sie ja so leicht rötliche Haare, was glaube ich auch ihre Naturhaarfarbe ist, hat sie hier so kurze schwarze Haare. Und die Story ist folgende, wir sehen am Anfang erstmal so eine gruselige Geschichte, die man sich so weitererzählt und dann beginnt eigentlich der Film und wir lernen eben Gretel kennen, die sich bewirbt bei einem, weiß nicht, so ein Landvogt oder keine Ahnung, so will sie da, sucht sie nach Arbeit und der macht ihr aber irgendwie so dubiose Angebote und da lehnt sie dann lieber ab und geht wieder nach Hause und auf dem Weg nach Hause sammelt sie auch ihren Bruder Hänsel auf, der jünger ist als sie. Und sie kommen dann zu ihrer Mutter und die Mutter, ja, die hat auch nicht mehr Latten am Zaun irgendwie. Und das ist ja nett ausgedrückt, ja. Die ist, wie man es halt aus dem Märchen auch kennt, also die kann die Eltern schlecht durchbringen. Obwohl im Märchen war es, glaube ich, Mama und Papa, ne, die dann irgendwie beschlossen haben, war es nicht die Stiefmutter? Die Kinder in den Wald zu bringen. Und die gemeckert hat. Echt? Weiß gar nicht mehr. Ich recherchiere mal nicht. Die Stiefmutter hat es, glaube ich, ihrem Mann ins Ohr gelegt. Genau, bring mal die Kinder in den Wald oder so, ne? Ja. Und dann kennt man ja die Story aus dem Märchen vielleicht, wo so beim ersten Mal Kieselsteine gestreut werden und wo sie dann wieder heimfinden und beim zweiten Mal halt Brotkrumen und die werden halt weggepickt. Und hier ist es ein bisschen anders, sondern die Mutter legt ihren Kindern mehr oder weniger nahe, also ich kann euch hier nicht mehr durchbringen und mit mir geht es wahrscheinlich auch bald zu Ende, dass es wahrscheinlich besser wäre. Ihr begebt euch quasi mal auf Wanderschaft und guckt mal, ob ihr irgendwo unterkommen könnt. Und ja, bei der ersten Station, wo sie landen, landen sie erstmal bei so einem Jäger, der ihnen aber auch sagt, okay, ihr könnt hier bei mir nicht bleiben. Ich kann euch hier über die Nacht mal da behalten, aber dann müsst ihr weiterziehen und beschreibt ihnen, wo die Waldleute leben, also Holzfäller nehme ich mal an. Beschreibt ihn, wo sie dahin müssen, durch den Wald durchlaufen und zu einer bestimmten Stelle, irgendwie so irgendwie zwei Tagesreisen, was natürlich übel ist, so ohne irgendwas dann so durch den Wald in der Dunkelheit kein Lager aufschlagen können und sowas, ja. Und dann sind sie halt die beiden mitten im Wald irgendwo und dann kommt's, wie man es vielleicht basierend auf dem Märchen ahnen könnte, sie kommen halt irgendwann an dieses gruselige Haus. Und da sehen sie... Entschuldigung, ich habe es gerade nachgelesen. Dann ganz kurz schieß los, da trinke ich mal einen Schluck. Also es ist wohl nicht doch nicht Stiefmutter, sondern die Mutter sagt zu dem Vater, er hat keinen Wert mehr, der bringt sie in den Wald. Brotkrumm war soweit auch richtig. Und wenn sie dann
Oh Gott, voll der Spoiler, wenn sie dann die Hexe in den Ofen geworfen haben, kommen sie zurück und finden den Weg zurück zum Vater und die Mutter ist schon gestorben. Mhm. Kurz vor. Das ist auch mal eine Geschichte für die ganze Familie. So. Ja, hallo. Da war doch noch, ich erinnere mich doch da auch noch dran, dass die Hexe die Kinder eigentlich fressen wollte und sie deswegen gemästet hat und die immer genau, in diesem Stall waren und da musste immer einen Finger rausstrecken und hat stattdessen ein Stöckchen genommen. Ne? Ja, aber er hat wohl, also im Original nimmt er wohl kleine Knöchelchen. Die schon dort liegen wahrscheinlich. Ja, okay. Oder halt von den Hühnchen oder was weiß ich, was es da immer zu essen gab. Irgendwie so, aber. Ja. Ah ja, auf jeden Fall kommen sie halt hier bei diesem Hexenhaus, nenne ich es jetzt der Einfachheit halber mal an und sehen durch das Fenster einen gedeckten Tisch mit den leckersten Speisen und beschließen halt dann dort mal zu klopfen und auch die gruselige Erscheinung der älteren Frau, die dort lebt, kann sie jetzt nicht so richtig abschrecken. Es ist aber nicht so vordergründig gruselig, dass man denkt, gleich eine Hexe und es wird gleich gefangen genommen und alles, sondern sie richten sich dann dort erstmal ein und beschließen erstmal da zu bleiben, weil es da ja genügend zu essen, zu trinken gibt und arbeiten können sie dort auch. Also sie haben zumindest den Eindruck, sie tun was dafür, dass sie die Speisen bekommen. Aber irgendwann stellen sich halt auch mal die Frage, woher kommen denn eigentlich diese ganzen Speisen und was hat das hier, was sind das für seltsame Türen und warum haben manchmal so Albträume von kuriosen Sachen und beschließen dann da mal ein bisschen nachzuforschen. Das kann man eigentlich so weit so zusammenfassen. Ich mochte den ja ganz gerne von der Art, wie es gedreht war, der Film. Der Film war jetzt nicht im typischen Breitwand-Filmformat gedreht, außer jetzt diesen ersten Szenen, die so ein Fantasiemärchen beschreiben. So ein Märchen, was der Gretel immer erzählt wurde. Sondern später war das dann, ja, ich weiß nicht ganz genau, ob es 4:3 war, aber es war auf jeden Fall ein sehr ungewöhnliches Format fürs Kino. Und dann war das von der Art, wie es gedreht hat, fast so ein bisschen wie Midsommar, so von den Kameraeinstellungen her teilweise sehr viele so Shots direkt ins Gesicht, wo das Gesicht so in der Mitte des Bildschirms zu sehen ist, aber wirklich auch, wo der ganze Hintergrund so arrangiert ist, dass das alles so schön passt, ne? Teilweise so auch im goldenen Schnitt alles inszeniert und da wurde unheimlich viel Wert drauf gelegt. Schade nur, dass die Story ein bisschen dünn war und da nicht zu viel hergegeben hat. Fand ich. Das war halt das Märchen. Also, das ist halt das. Und das Märchen war aber halt anders erzählt mal und ein bisschen zum Teil vielleicht auch moderner gemacht und auch die Rolle der Frau gestärkt oder was weiß ich das alles. Ich gebe dir dahingehend recht, dass die Story, ja, gut, man denke, man kennt sie eigentlich Land auf, Land ab. Ist jetzt nichts wirklich Neues. Dann ja, die Einstellungen, die Kamerakniffe und alles, das war schon ganz okay. Mich hat es aber teilweise echt genervt. Also mich hat Hänsel tierisch genervt mit seinem Gelaber. Das kann ich leider nicht anders sagen. Also, ja. Was muss für eine kleine, ja. Eine kleine moppelige Nervensäge in dem Fall schon. Der ging mir echt auf den Keks. Ich fand den auch leicht psychotisch und Gretel fand ich mega gruselig. Also die hat echt einen massiven Schuss auch weggehabt. Die Hexe war einfach nur eklig irgendwie. Also es war so vieles, was eigentlich passt, aber dann im Endeffekt doch wieder nicht gepasst hat. Also für mich war es teilweise so eine relativ lieblose Aneinanderstückelung von Szenen. Und das hat ja mir so ein bisschen auch das Ganze dann verdorben. Also es ist sehr düster, es ist... Oh, wir gehen zu den Waldmenschen. Ja, dann geht doch endlich zu den Waldmenschen. Aber hier ist auch schön. Ja, hier ist auch schön. Und ja. Die Hexe wurde übrigens gespielt von Jessica de Gouve, also G-O-U-W. Und das ist eine bildhübsche junge Frau. Und wenn du die mal googelst oder so, also die haben sie echt für die Maske so zurecht gemacht. Und ist eine australische Schauspielerin und ich muss sagen, also wo man hat die ja auch mal kurz in Jung gesehen im Film, die sah schon hot aus, also gab's nichts, ey. Also ich glaube, da muss man mal gucken, was die noch so gespielt hat. Also, das war eine kleine sexy Hexi dann. Ja, also so diesen düsteren, ich meine, ich gehe auch gern so auf Gothic-Konzerte und so, ne? Also das war schon, also ja. Okay. Ich könnte jetzt wieder irgendwas sagen, was diesen Podcast völlig disqualifiziert an mich, aber ich sag's lieber nicht. Nee, oder die, also wenn du die mal so siehst hier, die Schauspielerin, also das erkennst du ja überhaupt nicht, dass die Hexe war. Also haben sie echt gut geschminkt gehabt.
Ja, aber ist ja gut. Also das ist ja schön, wenn man auch so Typveränderungen dann drin hat. Ja, aber trotzdem, ich wurde mit dem ganzen Film nicht warm. Also mit den Schauspielern nicht, mit der Story, die eigentlich bekannt war, nicht wirklich. Und ja, das hat es alles ein bisschen anstrengend gemacht. Den Sound fand ich auch gut. Fällt mir gerade noch ein. Hatte ich auch mittendrin gedacht, weil das ist nicht so irgendwie so die Musik, die man vielleicht erwartet, sondern das war so ein ganz seltsamer, teilweise so. Ja, da muss ich jetzt nachfragen. Was hast du denn für Musik erwartet? Sphärischer Ethno. ich weiß nicht. Das heißt ja häufig mal, dass so, das ist ja keine Top, keine AAA-Produktion hier, sondern dann hast du häufig mal, dass dann halt irgendwelches, ja, Geklimper genommen wird oder irgendwelche, ja, Soundtrack-Spuren, die irgendwie so für wenig Geld im Internet verfügbar sind für Filmemacher, weil du kannst ja so komplette Spursets irgendwie da zusammenklicken, so für wenig Geld. Aber hier wurde, glaube ich, ein bisschen schon überlegt gehabt, wie setzt man das ein, wie machen wir da den Sound? Ich gucke gerade mal, vielleicht finde ich irgendwas, wer das gemacht hatte, aber klang schon ziemlich gut. Also klang stellenweise ja fast so ein bisschen auch wie bei, wer hat das gemacht gehabt? Bei Fight Club, ich glaube, Nine Inch Nails oder so. Ich mich recht erinnere. Boah, du vergleichst jetzt aber nicht hier gerade bei Fight Club war ja dieses, mit Fight Club. Also. War so auch so dieses teilweise düstere Elektronikgeschrammel so. Das meinte ich. So ähnlich waren hier auch so ja, okay. Tracks drin. Das lasse ich gelten, aber alles andere fällt es. Aber hallo, hey. Ich finde gerade nichts zum Thema Sound hier. Das ist ein bisschen dünne. Aber naja. Nee, also sollte man, also als Filmfan würde ich sagen, kann man sich den durchaus mal angucken, weil so wie er gedreht ist und von der Art her, und ich meine, hey, so Story, ich meine, zuletzt hat man Hänsel und Gretel Hexenjäger, das war ja eher so ein bisschen ja, leicht lustig gemacht. Das war, glaube ich, mit Will Ferrell, oder? Echt, war das mit Will Ferrell? Es gibt doch so ein Hänsel und Gretel. War das nicht mit dem Will hier, es war doch mit von Hurt Locker hier der Typ und. Okay, Moment, warte. Du meinst es elf. Buddy der Weihnachtself. Ja, genau. Die typische Hänsel und Gretel-Geschichte, Buddy der Weihnachtself. Du meinst hier Hänsel und Gretel Witch Hunters von 2013 mit Jeremy Renner und genau. Gemma Arterton. Genau. Richtig? Ja, genau. Den okay. Hatten wir den nicht sogar in der Sneak? Den hatten wir in der Sneak, ja. Genau. Ja, ja, aber ich bin der Meinung, Will Ferrell hat einen Hänsel und Gretel. Ich guck mal. Ich erkenne da eine Serie von Hänsel und Gretel-Filmen in der Sneak-Preview hier. Mit der nächste Hänsel. Ja, man kann davon ausgehen, dass wenn Hänsel und Gretel draufsteht, kommt es auch in der Sneak. Obwohl, der heißt ja Gretel und Hänsel. Der neue jetzt. Ja, okay. Ja. So, Fairy Tale. Das ist wie 5 und 3 und 3 und 5 gibt beides trotzdem 8. Also von dem. Ja, ich sehe gerade hier... Da, Hänsel und Gretel, Hexenjäger. Jetzt weiß ich, was mit Will Ferrell da gemeint ist. Der hat den produziert. Ah, okay. Da hatte ich das, guck. Ha. Und die Landschaft. Da fällt dir nichts mehr ein, ne? Landschaft hat mir auch gut gefallen. War ja auch in Irland gedreht. Landschaft. Doch, so schön die... Ja, die Landschaft war auch voll. Die Wälder und so. Es war schon... Es ist halt nicht so dieses, weißt du, wenn Amerikaner irgendwas drehen, ist ja meistens dann irgendwo in Amerika, da gehen sie irgendwo hin, das sieht immer so sehr ähnlich aus. Gerade so die Waldszenen, deswegen war das auch so was anderes, als man Herr der Ringe gesehen hat und dann war plötzlich irgendwie der von Neuseeland der Wald und hier auch. Ne? Also ich, wie gesagt, ich mochte den von der Optik her sehr, den Film. Schade, dass er nicht ein bisschen mehr Drive in der Geschichte hatte. Und was auch mit daran liegt, dass einfach total wenig Darsteller nur waren. Also es war wirklich, hatte sich sehr beschränkt auf... Ja, aber was ich auch nicht ganz kapiert habe, ist, die haben ja so komische Begegnungen da im Wald, wo so komische Figuren rummarschieren. Was hatten die zu bedeuten? Das habe ich immer noch nicht kapiert. Ja, ich glaube, das eine Mal essen sie ja Pilze, wo jeder weiß, was das für Pilze sind. Und die Pilze dann, reden mit mir. Dann kriegen sie ja leichte Hallus, um es mal so zu sagen. Der Pilz hat gesagt, du kannst mich essen. Und ich glaube, das andere mit diesen Visionen, die da im Wald waren, das hatte, glaube ich, was mit der Geschichte zu tun, die am Anfang erzählt wird. Kann sein, dass du da noch vor der Tür warst, hier wegen Moderation und so. Da wird halt so eine Geschichte erzählt, so als Märchen, was quasi den Kindern erzählt wird, dass ein Kind immer mal geboren wurde, was quasi von sich aus schon irgendwelche kuriosen Kräfte hatte und Dinge sehen konnte, die andere nicht sehen und das dann quasi als Kind schon irgendwie den Leuten die Zukunft prophezeit hat und dadurch, dass es eben in die Zukunft sehen konnte und auch andere Dinge sehen konnte,
hat es natürlich auch, wenn du manchen Leuten sagst, eine schlechte Nachricht überbringst, dann mögen die das vielleicht nicht gerne hören und deswegen wurde dieses kleine Mädchen dann eher zur Aussätzigen und musste halt alleine leben. Und diese Geschichte wurde Gretel immer wieder erzählt von ihrer Mutter und das wird ja auch später noch ein paar Mal referenziert und dann könnte man halt... Erik, jetzt mal hier, also wer mag denn gerne schlechte Nachrichten bekommen? Nee, meistens erwischt... Es gibt Menschen, die das nicht so mögen. Ja, klar gibt es... Nee, ich meine, meistens erwischt es ja dann den Messenger, ne? Also kill the Messenger. Ich stell mir das hier gerade so schön vor, hier so Tinder-Profil vom Erik, ja, ich stehe auf schlechte Nachrichten. Nee, so meinte ich das gar nicht, ich meinte es eher... Ja, aber geh mal auf Gothic-Konzerte, da kannst du... Wenn du jemanden quasi sagst, was passieren wird, ja, und derjenige oder diejenige damit nicht klarkommt, bist du manchmal als Überbringer der schlechten Nachricht dann halt dran. Ja, bringt mir den Kopf des Boten, heißt das ja nicht umsonst, ne? Jawohl. Und so ist hier halt hier auch und dann gewinnt man halt nach und nach während des Films die Überzeugung, dass halt Gretel die genau auch so ist wie dieses Kind aus diesem Märchen. So, und deswegen, also dass sie Sachen sehen kann, die irgendwie passieren können und ja, mehr will ich mal nicht, alles andere wäre jetzt gespoilert. So. Also von mir, ich weiß gar nicht, ich habe 5,5 hier. Steht das noch von letzter Woche drin oder ist das meine Wertung? Ich gebe doch deine Punkte nicht. Achso, warte mal, dann. Ich glaube, ich habe 6 Punkte gegeben, genau. Ich gebe mal 6 Punkte. Weil ja, also wenn ich für dich Punkte geben würde. Ich habe tatsächlich über die Schwächen so im Drehbuch und in der Story habe ich ein bisschen hinweggesehen, weil mir der Film wirklich gut gefallen hatte. Und im Gegensatz zu dem anderen Eye Candy Midsommar, der einfach nur strunzdoof und langweilig war und einfach nur in die Länge gezogen. Bis auf die Sexszene, die war klasse. Naja. Also, hier. Die ist im Gedächtnis geblieben, ne? Ja, da ist noch viel mehr im Gedächtnis geblieben, also wo sich irgendwelche Leute von oben runterstürzen und so. Oh ja, stimmt. Aber hier war es halt so, der hatte halt wirklich knackige 90 Minuten irgendwie oder sogar ein bisschen weniger und hat es halt auf den Punkt gebracht, der Film. Er hat wirklich nicht das zum Selbstzweck ausgeweitet, so hey, guck mal, ey, wir haben hier eine richtig coole Einstellung, ein cooles Set-Design, was wirklich gut war, das Set-Design war wirklich gut. Also da wurde auch drauf geachtet im Hintergrund, was bei solchen kleinen Produktionen, wir reden hier von 5 Millionen, nicht alltäglich ist, dass man darauf achtet, dass wirklich alles passt und Beleuchtung stimmt und sowas. Und das sah richtig gut aus. Also, echt gefallen. Warum hatte die Hexe jetzt eigentlich so schwarze Finger, also so halb? Ja, weil sie eine Hexe ist, ne? Ach so, ja. Ja. Also ich habe dem Film 4 Punkte gegeben, weil, wie gesagt, für mich waren es zu oft diese Aneinanderreihung von Szenen. Ja, das Setting war ganz gut, ja, die Effekte waren auch ganz cool und alles, aber nee, hat mich echt nicht so gecatcht und es für mich war es dann weder so ein richtiger Horrorfilm, noch ein Märchen modern erzählt, sondern einfach so ein Mix und ja, hat mich einfach nicht so gecatcht. Ich muss auch der Ehrlichkeit hinzufügen, ich bin mit 6 Punkten hier wirklich an der obersten Grenze, also mehr hat keiner gegeben. Es hat nur noch jemand auch 6 Punkte gegeben, wer ist das hier? Der Angelo, der schafft mein Bosch. steht hier. Angelo, Fistbump zu dir. Ja, wir beide haben den Film als Einzige hier so gerafft. Wie übrigens, nochmal, um da auf Jessica the Go zu kommen. Ja, hast du neue Infos? Erzähl. Ja, ich habe da gerade geguckt hier. Born circa 1987 bis 88. Alles klar. Circa? Ja, da steht Born C. 87 bis 88. Vielleicht ist sie ja. Also hier steht 15. Februar 88 in Perth. Okay. Also bei IMDb steht das nicht. Doch, bei IMDb steht unten Born. Achso, du hast oben in der ja, ich habe oben das in der Bio gelesen. Ja, nee, unten steht's drin. Ja. Ah, unten steht's genau drin, okay. Ist ja kurios. Nehme ich alles zurück, aber passt doch perfekt zu einer Hexe. Wir wissen nicht genau, wann sie geboren ist, aber ja. Die spielt bei Arrow mit. Ich wusste doch, die kam mir irgendwie bekannt vor. Ja. Die hat eine kleine Rolle in Arrow. Ja, nee, die muss ich mal beobachten hier da. Mal gucken, was sie noch so irgendwelche Serien... Arrow war sie dabei, ja, aber so Filme noch nicht. Na, mal gucken, könnte was werden. Ja. Dann haben wir ja noch ein paar Sneak-Tipps für morgen. Wie lautet denn da dein Hinweis?
Ja, so viel Tipps sind es ja gar nicht. Die nächste Sneak am 13.07., am Montag, den 13., ist dann die 1049, müsste es sein. Lautet der Tipp: Coach. Ich weiß noch nicht genau, ob ich da morgen kommen kann, weil mein Kleiner hat ja morgen Geburtstag, könnte sein, wenn wir da irgendwie Besuch kriegen und da ist hier auch Full House, dann kann ich nicht weg. Mein Tipp wäre aber tatsächlich der Film und ich bin mir zu 99% sicher, dass der kommt. Der heißt Out of Play, der Weg zurück mit Ben Affleck, wo es darum geht, dass er irgendwie, ich glaube, er war Trinker oder sowas und war eine ganze Weile raus aus dem Game und bekommt dann wieder die Möglichkeit, also er hat früher mal irgendwie Basketball gespielt oder sowas und dann bekommt dann wieder die Möglichkeit, ein Team zu trainieren, ein ziemlich erfolgloses Basketballteam. Und ich mag ja solche Sportgeschichten, solche From Zero to Hero Geschichten, so wie Rocky oder sowas, weißt du, oder wenn irgendwelche Mighty Ducks oder keine Ahnung, solche Geschichten mag ich eigentlich. So, ich glaube, es könnte was für mich sein. Ich würde gerne kommen, wenn es geht. Mal schauen, es liegt leider nicht an mir. Und einen anderen Tipp gibt es leider nicht. Deswegen. Ja, du bist der Einzige, der tippt. Und früher hast du noch mit einer Schrotflinte auf Spatzen geschossen. Erik tippt 12 Filme, einer wird schon kommen. Momentan ist es auch etwas einfacher, weil es starten nicht so viele Filme, die halt passen können. Früher haben halt wirklich dann teilweise 3 oder 4 Filme gestartet. Und wenn ich bedenke, jetzt vorletzte Woche oder wann das war mit dem kleinen Bruder oder so, das hätte genauso auf Hänsel und Gretel treffen können. Ne? Das ist richtig. Ja. Und ja, aber. Liebe Hörer, fühlt euch bitte angespornt, vielleicht auch mal die Metropol-Sneak-Facebook-Gruppe zu nutzen und da vielleicht auch mal zu tippen. Wenn ihr da vielleicht eine Idee habt zum Thema Coach jetzt diese Woche oder so, dann haut mal noch einen Tipp raus. Ansonsten müssen wir halt doch mal auf Telegram gehen. Ich glaube, die meisten sind jetzt in Telegram-Gruppen. Das ist jetzt, glaube ich, der neue heiße Scheiß. Na, Moment, das sind... nee, ich glaube, das trifft jetzt in eine völlig falsche Richtung, Attila. Okay, dann gehen wir mal ins Heimkino. Oh, der falsche Jingle. Das war der falsche Jingle. Heimkino. Genau. Und ja, wir haben beide einen Film geschaut, der quasi eigentlich richtig Kino ist, sondern weniger als Heimkino. Möchtest du den vielleicht vorstellen? Wir haben Greyhound nämlich gesehen auf Apple TV Plus. Ja, Greyhound mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Und der war ja angekündigt als hier fürs Kino und alles und hat jetzt allerdings aufgrund von dem Corona das nicht ins Kino geschafft. Das heißt, Sony hat ihn an Apple verkauft, wohl relativ sogar für einen ordentlichen Preis. Und Apple fand es so cool, dass sie ihn jetzt erstmal gleich rausgehauen haben. Aktuell aber nur noch auf Englisch, also gibt es noch nicht auf Deutsch. Sondern auf Englisch. Also ich habe schon gesagt, Tom Hanks, der spielt Captain Kraus. Warte mal, ganz kurz, hast du die Untertitel auch angemacht? Nö. Oh, diese ganze Seemannssprache hier sowas. Ey, ich habe echte Probleme gehabt damit. Ich habe mich da voll drauf eingelassen. Irgendwann. Ja, ich brauchte Untertitel, weil ich wollte es gern alles verstehen, wie die da weil navigieren und was und so viel Grat und Knoten und hast du nicht gesehen und sowas. Ich brauchte da echt und Mitschiffs und Achtern und sonst was. Also wusste ich. Es geht ganz konkret darum, wir finden uns am Anfang des Zweiten Weltkriegs und Tom Hanks soll ein Schiff leiten, die Greyhound leiten, und zwar als Begleitschiff für einen ganzen Konvoi, das eben ins Kriegsgebiet nach Europa soll und kommt dabei in einen etwas größeren Konflikt mit Nazi-U-Booten, im sogenannten Wolfpack. Und ja, Tom Hanks hat jetzt damit noch nicht so die Erfahrung, ist schon etwas älter, aber hat nicht damit die Erfahrung. Das heißt auch hier so, mal gucken und na, wie das wird und alles. Und wenn man auch die Crew anschaut um ihn herum, die ist eigentlich noch relativ jung und er ist dann wirklich auch so ein bisschen der Leitwolf. Und ja, es beginnt ein wirklich, ich will nicht sagen episches Abenteuer auf hoher See, aber es hat schon wirklich solche Züge, weil der Konflikt mit den Nazis eben dann da ist mit den U-Booten und die Greyhound muss eben oder soll eben diese U-Boote fangen oder abfangen oder auch gleich versenken. Und das funktioniert mal gut und mal weniger gut. Und ja, es spielt eigentlich alles auf hoher See. Ein paar Minuten am Anfang nicht, wo er sich von seiner Frau verabschiedet. Gespielt von Elizabeth Shue. Die spielt die Evelyn, die Frau. Und ganz arg wichtig noch, Charlie Cole
sein, oh Gott, Navigator ist es nicht unbedingt, sondern wie heißen die? Erster Offizier oder so? Erster Offizier, oder, ja. Nee, du meinst den, der unten ist, der an dem Sonar immer, weiß nicht, ich glaube doch Navigator, ja. Ja, irgendwie so. Ja. Also Stephen Graham spielt den und der spielt ja richtig geil. Mhm. Also auch richtig, richtig gut. Und ja, es entwickelt sich halt wirklich eine Seeschlacht. Und eine Seeschlacht, die sich von schreibt. Es ist ein Film, der mit relativ wenig Musik auskommt, aber die unfassbar gut eingesetzt ist, wie ich finde. Die richtig, richtig Spannung erzeugt, die auch diese Momente immer ganz gut reinholt. Du hockst irgendwann dran und bist voll drin. Das ist das, was ich gemeint habe mit dem Film, hatte mich dann auch irgendwann. Also du hockst da drin, du fieberst damit. Die Szenen teilweise, wie die Schiffe knapp aneinander vorbeischrammen oder auch die eine Szene mit dem Torpedo. Alter Verwalter. Und dann halt diese noch heutzutage veraltete Technik mit dem Sonar und mit dem hast du nicht gesehen. Und wir berechnen jetzt das hier nochmal mit dem Zirkel. Wo können die hin? Und welchen Radius müssen die nehmen zum Drehen? Und wie schnell kommt man von A nach B? Und was weiß ich was. Also teilweise auch richtig gute und nachvollziehbare Details drin, ohne dabei das alles zu überfrachten. Und das fand ich unfassbar gut, weil ich glaube, in solchen Filmen kann man sich ziemlich verzetteln, sei es mit epischen Schlachten oder mit irgendwelchen Nebengeschichten oder mit Dialogen aus der Hölle. Und das hatte ich in dem Film komplett eigentlich nicht das Gefühl. Das war richtig schön durchgängig erzählt. Wie gesagt, die Bilder auf hoher See, ständig dieser Seegang, der mit eingefangen wird, wo du auch schon merkst, okay, es ist jetzt nicht so angenehm da draußen immer, bis hinaus zu den Sachen, wo Tom Hanks einfach das Fernglas schnappt und sich nach draußen stellt, um genau zu gucken und sagt, nee, noch nicht, wir sind noch nicht in Reichweite, ich möchte sie erst sehen, ich möchte es erst genau so wissen, wie es da ist und was weiß ich was, um sich das selbst ein Bild zu machen, also auch noch so ein, ja, sich da richtig die Nase auch in den Wind hält und Tom Hanks spielt das unfassbar cool für dieses Ding, aber wenn man überlegt, er hat seinen ersten großen Auftrag auf diesem Schiff und versucht dann natürlich auch sein Ding jetzt richtig zu machen und das ganz cool zu machen, aber du merkst auch, wie innerlich er so ist jede Entscheidung gerade die richtige, die wo ich treffe, ist das wirklich, ist das hier eine Falle, ist das da vielleicht ein Ablenkungsmanöver, was es auch gibt, die auch ganz schön böse teilweise enden können. Rückschläge, wie geht man damit um? Und er bleibt eigentlich die ganze Zeit auch wach. Das ist auch noch sowas. Also Tom Hanks und isst nichts. Ja, isst nichts und zieht das da wirklich diese drei Tage oder sind es drei Tage, zwei Tage, drei Tage da am Stück komplett durch. Ich glaube auch, weil er einfach so vollgepumpt ist mit Adrenalin und diesen unbedingten Willen, seinen Job richtig zu erledigen. Und basiert ja auf einer Geschichte, The Good Shepherd heißt die, von C.S. Forrester. Und ja, es ist, also ich fand's richtig cool. Es hat einen wirklich in den Bann gezogen. Ich möchte jetzt nicht sagen, hat Spaß gemacht, weil, aber es sind schon Szenen, da hält man wirklich kurz die Luft an. Und was ich extremst schade finde, dass man den nicht im Kino gesehen hat. Weil ich glaube, die Schiffe, die Aufnahmen und alles, wie das gemacht wurde, das hätte im Kino noch mal bombastischer gewirkt, wie jetzt zu Hause auf dem Fernseher. Denke ich auch, ja. Also wegen der Geschichte noch mal, The Good Shepherd, also der gute Hirte, das ist ja auch so ein Bild aus der Bibel, glaube ich, bin da nicht so sattelfest. Er war ja auch ein sehr gläubiger Mensch und hat halt darauf vertraut, dass irgendwie Gott ihn schon in den Weg zeigen wird und ihn beschützen wird oder sowas. Und deswegen war er halt auch so, ja, so selbstsicher auch bei vielen Aktionen, die er gemacht hat und auch wenn er jetzt da noch nicht so viel Erfahrung hatte. Und dieses Buch wurde ja quasi, das Drehbuch hat Tom Hanks selber geschrieben. Stand ja auch am Schluss da habe ich dann mal nachgeschaut. Und der Regisseur, das ist auch wieder sowas, ne? Der Regisseur des Ganzen, Aaron Schneider, ich habe geguckt, was der vorher gemacht hat. Der hat lange, lange überhaupt nichts gemacht, keine Filme. Den letzten Film, den er gemacht hat, war irgendwie so 2009. Der hat aber zum Beispiel auch
Musikvideos gemacht, Anfang der 2000er, als Kameramann, zum Beispiel von Eminem, Lose Yourself oder von Cypress Hill, Still Smoking. Also schon mal nicht schlecht, also den in der Vita zu haben. Hat aber, wie gesagt, eine ganze Weile gar nichts gemacht, auch keine Filme gemacht und kommt jetzt, meldet sich dann wieder zurück mit dem. Hat wahrscheinlich, weiß nicht, ob Tom Hanks und er sich irgendwo herkannten und gesagt hat, hier, ich habe hier ein Buch, kannst du mal verfilmen. War auf jeden Fall echt cool gemacht. Ich fand den hatte eine seltsame Pace, so der Film, weil ich hatte eigentlich erwartet, so diese typische Kriegsfilm-Pace, wo halt irgendwie eine Schlacht ist, dann ist erstmal Ruhe, und dann unterhalten sich die Leute, du erfährst die Hintergrundgeschichte von den Leuten und wenn dann mal einer stirbt, dann bedeutet dir das so ein bisschen mehr. War völlig weg, weil hier gab es wirklich eins nach dem anderen und selbst wenn da wirklich mal Ruhe war, gab es dann eine Einblendung, ja, 3 Stunden später, bam, nächster Angriff, zack. Also da war nichts mit Ruhe oder sowas. Und das war ja noch, das hast du, glaube ich, noch nicht gesagt, der Konvoi begibt sich halt von Amerika aus über den Atlantik nach Europa. Und die durchfahren dann natürlich auch teilweise verschiedene Wetterzonen, also von gefroren bis sonst was, schlimme Wetterbedingungen. Und dazu kommt noch, sie haben mittendrin mal so eine Gegend, wo die normalen Flugzeuge damals nicht hingereicht haben, weil damals gab es ja noch keine, oder damals hatte man im Atlantik irgendwie keine Flugzeugträger, die da irgendwie mittendrin agiert haben. Das heißt, es konnte bis zu einem bestimmten Punkt die Flugzeuge von der amerikanischen Küste aus den Konvoi beschützen und dann erst wieder nach, ich glaube, 36 Stunden oder so oder 48 Stunden dann die Flugzeuge von Europa aus. Und dazwischen waren die quasi den U-Boot-Angriffen mehr oder weniger hilflos ausgeliefert, wenn da nicht eben diese 3 Zerstörer gewesen wären, auf dem ein halt Tom Hanks dort als Kommandant dient. Und als es dann losgeht und speziell dann in der Nacht immer, weil die U-Boote können halt in der Nacht einfach mal auftauchen und werden dann halt nicht gesehen oder können dann halt richtig gut angreifen, weil das Seerohr nicht sichtbar ist und so. Da ging es dann immer heiß her und irgendwann gehen ihnen natürlich auch dann die Munition und diese Wasserbomben zur Neige, unseren Zerstörern hier, und die müssen sich dann schon ganz genau überlegen, was sie machen. Und ja, es erwischt dann halt sehr, sehr viele von dem Konvoi auch, und auch Tom Hanks und Tom Hanks seiner Crew sind Verlust zu beklagen. Was einem dann auch das, ja, echt krass, also die Einschläge von den Magazinen, von den Schüssen, von den anderen Booten. Ey, brutal. Und da stell mir das vor, wie das im Kino gepeitscht hätte. Meine Güte. Also, gab es auch dann so soundtechnisch absolut Friendly top. Fire, dann, wo dann quasi der, weil der Konvoi, der war halt so dicht an dicht, dass dann auch schnell mal so Friendly Fire Leute verletzt wurden und so. Ja, war schon krass, ey. Und wie das auch damals so war mit den ganzen damaligen Möglichkeiten, die man so hatte, dass halt, was weiß ich, einer hatte halt ständig so eine Art Telefonverbindung nach unten gehalten zum Sonar und der hatte dann so einen Helm auf wie Lord Helmchen bei Dings hier und damit er irgendwie da ein bisschen abgeschottet ist gegen andere Schallwellen und so, und der musste das dann einfach immer nur wiederholen, ja, das war seine Aufgabe, er stand nur auf der Brücke und hat nur wiederholt, was er gesagt bekommen hat. Ja, aber ist okay. Ja, bei der Lautstärke auf hoher See ist das gar nicht so doof. Ja, ey, das war schon ein ziemlich guter Film, hätte ich nicht gedacht. Also wir hatten ja den Trailer hier mal besprochen gehabt und da habe ich gedacht, ja, das ist so Battleship-mäßig irgendwie, ne? Aber es sah irgendwie ganz nett aus und war doch schon deutlich mehr. Und ich fand es auch gut, dass diese eine Szene mit seiner Frau dann auch mal reingeschnitten war, weil die wirkte so ein bisschen fremd, so die Szene. Dachte ich erst, sieht irgendwie nicht so aus, als wäre das so im ursprünglichen Film gedacht gewesen, aber die war sehr gut, um das mal zu erläutern alles. Und ja, und man weiß ja, die Gefahr schwebt ja ständig, ne? Also das heißt, also man ist ja gespannt bis zum Schluss, wie geht's aus, ne? Dann, und deswegen wollen wir auch mal nichts verraten, in welche Richtung das dann geht und was dann noch so passiert. Aber ich bin auch echt froh, dass ich jetzt mittlerweile meinen großen Fernseher habe, da, also das hat echt gut gewirkt, ne? Und Apple TV Plus, die haben natürlich auch ein geiles Bildformat und hier mit HDR und sonst was allem. Das hat schon ordentlich reingehauen. Das Sound auch. Aber wie gesagt, ich musste deutsche Untertitel einschalten, sonst hätte ich diese
diese Seemannssprache dann, also da kenne ich teilweise die englischen Worte nicht dazu, wenn ich dann sage, so und so viel. Ich habe das dann hergeleitet teilweise auch. Aber. Ja, da war zu viel. Da ja, hat es noch geschossen und boah und das und das. Deswegen, ja. Nee, aber also von mir 8 Punkte, ne? Also definitiv ein guter ja, Film. Bin ich voll bei dir. Weil der hätte es wirklich verdient, ins Kino zu kommen. Und dann hätte ich ihn auch gerne gesehen im Kino, glaube ich. Also, ob ich jetzt, wenn der in der Sneak gelaufen wäre, boah, Hammer, wenn ich extra dafür rein, weiß ich nicht. Vielleicht, wenn das Interesse zu klar gewesen wäre. Aber jetzt so zu Hause, schon sehr, sehr cool. Aber hätte auch das ganz große Kino verdient. Definitiv, ja. Aber lässt sich ja nun mal nicht ändern. Deswegen lieber dann so über Apple TV Plus, als dass es dann irgendwann, weiß nicht, woanders dann verramscht wird. Ja. Hattest du damals auf dem Amiga eigentlich auch Wolfpack gespielt? Ich hatte keinen Amiga. Oh, Atari ST? Gab es das auch? Oder, ach, du bist später eingestiegen dann mit PC, oder? Ich habe tatsächlich mit dem Atari von meinem Cousin gespielt. Silent Service oder so gab es ja auch. Also ich habe die U-Boot-Spiele. Also ich kenne die Spiele, ja, aber ich habe sie nie wirklich selber gespielt. Oh, ich habe die geliebt, ey. Das war damals mein Schulfreund vom Gymnasium, wir haben das immer gespielt, ey. Das war Wahnsinn, ne? Also damals natürlich nicht online wie heute, ne? Wir haben uns dann am nächsten Tag erzählt, oh, gestern habe ich die und die Mission gemacht, bei Wolfpack und so. Ja, waren coole Spiele. Und ist natürlich dann mit der Realität wenig zu vergleichen, wenn man das dann so im Film auch sieht oder wie das dann teilweise wirklich war, hier wie bei der Serie Das Boot auch oder so. Ja. Ich glaube, das war alles nicht schön damals, überhaupt nicht, sowohl auf allen Seiten nicht schön, also Krieg ist überhaupt nicht schön, das kann man gleich stecken lassen, sowas, ja. Genau. Du hast tatsächlich noch einen Film geschaut. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du mir den so schmackhaft machen kannst, dass ich ihn auch noch gucke, wenn ich Zeit habe. Ja, ist jetzt die Frage, sollen wir ihn wirklich noch besprechen oder möchtest du nächste Woche drüber reden? Na, ich sehe ja deine Punkte schon. Das klingt ja so, als sollte ich mir den mal angucken. Also die Old Guard, davon reden wir gerade. Ja, die Old Guard. Neuer Film auf Netflix mit Charlize Theron und Chiwetel Ejiofor. Chiwetel Ejiofor. Ja. Okay. Kiki Lane, Matthias Schönerz. Also ich kann ihn gerne kurz besprechen, aber ich glaube, der könnte was für dich sein. Wenn du mich nicht spoilerst, kannst du ihn gerne jetzt besprechen. Ansonsten kann ich auch das wird schwer. Ja, dann bespreche ich. Also, gut. Hausaufgabe für Erik, die Old Guard Action-Fantasy-Film, 2 Stunden. Ich fand ihn sehr gut, schon mal als Vorschuss. Okay, dann werde ich ihn auch mal gucken. Aber vorhersehbar. Dann werde ich ihn auch mal gucken auf Netflix und besprechen wir den dann nächste Woche. Dann gucken wir jetzt mal, was hier so in Stuttgart so los ist und was so Neues anläuft. Kinocharts und Neustarts. So, die Stuttgarter Top. Die sind großartig, 1, 2, die Kinocharts 3. Diesmal. Es ist wieder nur eine Top 4, sehe ich gerade. Ja. Platz 4, Harriet, Der Weg in die Freiheit. Platz 3 ist Paw Patrol Mighty Poops. Paps. Da wollte ich sogar heute eigentlich reingehen. Da läuft aber ja heute nur 13.15 Uhr und 14.15 Uhr. Deswegen, wir nehmen ja jetzt auf zu der Zeit, da wird es wohl nichts. Aber nächste Woche läuft der regulär an. Der dauert auch nur 46 Minuten. Ja, das übrigens. Ist wie eine überlange Folge. Also wie 2 Folgen zusammen, eine Doppelfolge quasi. Mega gut. Ich kenne mich doch da aus, ey. Klar. dann Platz 2, der Lochi-Film Takeover, voll vertauscht. Und Platz 1, Scooby. Der Scooby-Doo-Film, der neue. Deutscher Zusatztitel, voll verwedelt. Steht auf dem Poster. Um Himmels Willen, ey. Oh Mann. Und was läuft denn so Schönes jetzt an am 16. Juli? Da läuft an Unhinged, außer Kontrolle. Unhinged. Der wird so gefühlt gerade so gepusht überall, so nach dem Motto, das ist jetzt der erste richtige Kinostart nach der Corona-Öffnung. Stimmt gar nicht. Es gab schon einige. Ja, aber es ist der erste Film, der so in die richtige Richtung wieder geht. Sagen wir es doch mal so. Meinst du? Ja, also das Russell Crowe-Film, hallo? Ja, aber das ist eher eine kleine Produktion, glaube ich, weil Russell Crowe, der reißt auch nichts mehr nach dem seinen ganzen Skandalen und sowas.
Ich glaube, ja, wenn jetzt normales Kinoprogramm wäre, wäre der Film hier vielleicht gar nicht ins Kino gekommen. Also ist mit Russell Crowe, wie schon erwähnt, Karen Pistorius und Gabriel Bateman. Und da geht es wohl darum, dass die Karen Pistorius mal an der Ampel steht und irgendwie einen anhupt, weil der nicht losfährt. Und Russell Crowe ist gerade irgendwie in der Krise und nimmt sich das ein bisschen zu sehr zu Herzen, verfolgt die dann und alles sowas. Ne? Dezent in einer Krise, wie das Trailer aussieht. Ja. Was haben wir noch anzubieten? Ich komme drauf an, mit welcher Liste du jetzt vorangehst. Weil ich habe gerade filmstarts.de genommen. Okay, dann nochmal Into the Beat, Dein Herz tanzt. Aha. Was auch immer das sein soll. Von also. Stefan Westerwelle, ist der verwandt mit dem? Nee, weiß man nicht. Mit dem Guido? Marie Curie läuft auch noch an. Elemente des Lebens. Habe ich schon einige Pressemitteilungen bekommen zu dem Film. Der sah ja ganz, ganz nett aus. Also Film über Marie Curie, gespielt von Rosamund Pike. Und so ein Biopic-Film über die Entdeckerin der Radioaktivität. Mhm, das soll aber ganz gut sein. Da habe ich auch Sachen davon gelesen. Was ich da gelesen habe, hat mir gefallen. Übrigens auch, was mir auch gefallen hat, was ich gelesen habe drüber, ist Berlin-Alexanderplatz, Neuverfilmung. Ich habe einen Trailer gesehen, ne? Quasi. Ja, also versetzt in die Neuzeit, versetzt da und ja, könnte ganz interessant sein. The Nightingale, Schrei nach Rache, 2 Stunden 16 Minuten Thriller, Drama, /Historie aus Australien. Da geht es um Erin Clare, die nach der Verurteilung als nahezu Rechtlose in der britischen Strafkolonie landet, in dem heutigen Tasmanien und sich dort irgendwie durchschlagen muss. Und mit ihrem Ehemann hat sie eine gemeinsame Tochter und hofft darauf, dass der englische Leutnant, gespielt von Sam Claflin, ihr bald die Freiheit gewährt. Ja, waren damals wilde Zeiten in Australien und sie begibt sich dann irgendwie, flüchten dann irgendwie und will dann Rache nehmen und flüchtet sich dann zu den Aborigines und so und befindet sich dann irgendwann zwischen allen Fronten wieder. Ja. Waves läuft an, Jules. Ah, Waves hatte ich in der Sneak, ja, der war gut. Ja, muss ja nicht groß für mich zu sagen. Ne? Nach einem starken Verlust versucht eine afroamerikanische Familie aus der Vorstadt wieder zum Leben zu finden. Angeführt von dominanten, aber wohlwollenden Familienvater kommen sie zusammen und üben sich in Vergebung und Liebe. Das stimmt aber so jetzt nicht ganz, also die Zusammenfassung. Also es geht halt darum, dass der junge Mann in der Familie, der wird halt von seinem Vater sehr getriezt, dass der sportlich... in Amerika ist es sehr viel kompetitiv und überall und in Schule und sonst was. Und wenn er studieren will, ist es auch gut, wenn er Sport macht, wenn er schon sonst nichts in der Birne hat. Und deswegen pusht ihn sein Vater da sehr stark, dass er in sportliche Richtung geht. Und er macht da Ringen und hat halt irgendwann extreme gesundheitliche Probleme mit seiner Schulter und nimmt Medikamente. Und es werden halt immer mehr Medikamente auch. Und als er dann auch mal, ich sag mal, kriminell wird, um es jetzt nicht zu sehr zu spoilern irgendwie, und dabei jemand zu Schaden kommt, muss er halt ins Gefängnis. Und was das dann aus dem Ganzen macht und diesen Film, was jetzt ein bisschen cheesy klingt, was ich gerade erzähle, ist in so einer Art Aktstruktur, also nicht als Nackte, sondern Akt im Sinne von Theaterakte, gedreht. Und der dritte Akt des Films, der mit dem restlichen Film so ziemlich fast gar nichts zu tun hat, der aber trotzdem den Aufhänger der anderen zwei Akte braucht, den fand ich wirklich sehr, 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 sehr gut. Die ersten zwei Akte waren so okay und der Film geht sehr lange. Deswegen war ich schon nahe dran, so, oh Gott, ein furchtbarer Film. Dann kam der dritte Akt, der mich wirklich weggehauen hat. Den fand ich richtig, richtig gut. Also wer sich für Kinofilme interessiert und wer jetzt nicht drauf achtet, auf diese völlig banane Inhaltsangaben, die überall stehen, weil die stimmen einfach nicht, die Leute haben den Film nicht gesehen, der sollte da wirklich mal rangehen an den Film. Wenn der jetzt im Kino läuft, das ist noch ein Film fürs Kino. Da sind tolle Bilder drin, richtig gute Musik, also keine irgendwie Creative Commons hier ohne Lizenz-Scheiß-Musik irgendwo, die rumklimpert, sondern richtig gute Tracks. Also wenn ihr auf Spotify mal anschaut, den Wave-Soundtrack, der ist der Hammer. Also da ist wirklich alles Mögliche dabei und richtig geile Sachen von Rap über Elektronik, über Dance, über sonst was alles. Also richtig gute Dinger. Also ich kann nur empfehlen, jetzt wo er nochmal im Kino läuft, ich habe mir irgendwann, wann lief der in der Sneak? Im November oder so? Das ist lange her, ne? Oder was? Januar? Ja. Da war ich auf jeden Fall nicht dabei. Das war ja, ich weiß.
Da saß ich alleine drin und ich fand ihn sehr, sehr gut. Also gerade den letzten Akt, vielleicht habe ich Kinofans mal ein bisschen Lust gemacht, den zu gucken. Das ist jetzt kein Film für gepflegten Männer- oder Mädelsabend, sondern da muss man ein bisschen drauf achten auf den Film und dem auch ein bisschen Zeit geben. Und dann wird man echt weggehauen von dem letzten Akt. Okay, jetzt habe ich genug gesagt dazu. Muss ich den nächsten noch machen. Jetzt haben wir einfach den Film nochmal besprochen. Kann man auch mal machen. Ja, ist lange her, ne? Ja. Sonst geht er unter, wenn ich das in eine alte Folge reinhöre. Sonst gehen alle in diesen Russell Crowe Bullshit-Film, der da läuft. Ja. Also, Waves. Dann darfst du weitermachen. After Midnight. Hatten wir den nicht auch mal mit dem Baum? Ach nee, das war was anderes, ne? Wie hieß das? Minutes After Midnight. Ich weiß noch, was du meinst, ja, aber das war. Eigentlich hatten sich Hank und seine Freundin Abby ein beschauliches Leben in einem abgelegenen Teil Floridas aufgebaut. Für Hank schien alles gut, aber dann, als Abby eines Tages spurlos verschwindet und lediglich eine kryptische Notiz hinterlässt, ist Hank am Boden zerstört. Während er versucht herauszufinden, wo sie hingegangen ist, wird er mit einem neuen Problem konfrontiert. Eine monströse Kreatur scheint im umliegenden Wald, oh, was für eine Änderung, ein Unwesen zu treiben und des Nachts in Hanks Haus eindringen zu wollen. Dieses bösartige Wesen im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Abby steht. Was für eine Wendung. Das wäre ja mal interessant zu wissen. Okay. Sibyl, Therapie zwecklos. Ein Film aus Frankreich und Belgien. Mhm. Schon seit Jahren versauert Sibyl Virgin Evira in ihrem Job als Psychotherapeutin nach langer Zeit beschließt sie wieder zu ihrer eigentlichen Leidenschaft zu finden, dem Schreiben. Der Auslöser dafür ist Margot. Oh, sorry, ich bin kurz eingeschlafen. Exarchopoulou. Puh, ja. Das ist ja ein toller Film. Eine Stunde, 41 Minuten. Das schlägt mir das Herz schon bis zum Hals vor Aufregung, wie toll der Film ist. Ja. Was haben wir hier? Madame Corti und der Tanz ins Glück. Das klingt auch wie so ein Film. Noch ein französischer Film. Okay. Irgendwie mit und Tango, was, keine was Ahnung. Versteckt sich bei Wir Eltern? Ein Schweizer Film, ja, okay. Da. Eine Schweizer Doku, Drama-Doku. Von Erik Bergkraut. Darsteller Erik Bergkraut und Elia Bergkraut. Sozusagen eine Familienproduktion. Koordiniere deine Träume. Was war das denn? Frankreich, Chile, ja, also eine Doku. Ah, okay, eine Doku ist das. Ja, jetzt ist es durch. Blues Brothers läuft nochmal an. Ja, aber. Den kennen wir schon. Ja, das waren die Neustarts vom 16. Juli 2020. Ich glaube, so in den Charts werden wir dann bestimmt so Unhinged sehen, Into the Beat, Marie Curie und Alexanderplatz vielleicht. Waves wird wahrscheinlich nicht schaffen, schätze ich. Was schade ist. Ja, wie sieht's in den Blu-ray-Neustarts aus. Mal gucken, ob da irgendwas Cooles kommt. Da gibt es einen. Also ich habe einen gefunden am 13. Juli. Brauche ich ja die Liste gar nicht aufrufen. Ab 16. gibt es den dann. Und zwar Emma. England Anfang des 19. Jahrhunderts. Die junge Emma Woodhouse, schön, klug und reich, führt in ihrem verschlafenen Ort unangefochten die bessere Gesellschaft an. Und niemand hat dabei eine höhere Meinung von ihrem Charme, Stil, Witz und Klavierspiel als sie selbst. Ist das eine Jane Austen-Verfilmung oder so? Klingt so, ja. Das steht nicht da, oder? Na, egal. Klingt aber sehr danach, so England und so, bessere Gesellschaft. Und da fällt mir übrigens ein, ich habe den Downton Abbey habe ich gesehen. Downton Abbey, nicht den Downton, Film. Downton Abbey. Ohne die Serie gesehen zu haben. Ja, den Film habe ich auf Sky geguckt. Ohne die Serie zu kennen. Ohne die Serie zu kennen, aber den Film geguckt. Aber ich habe ihn nicht eingetragen, weil ich wollte da nicht drüber reden. Aber ich habe 2 Tage lang sehr hochgestochen Englisch gesprochen. Oh, der feine Herr. My dear. Man reiche mir eine Tasse, damit ich meinen Zeigefinger abspreche. Eric, my dearest friend here in this significant podcast. Sehr schön. Dann sind wir eigentlich schon jetzt soweit durch mit den Neustarts. Sonst gehen wir dann mal ins Rätsel rein. Hä? Ich bin schon ganz aufgeregt. Mal gucken, wer das heute gewinnt. Rätselecke. So, ich bin ja heute dran mit Raten. Ja, du bist dran mit Raten. Ich bin dran, mit dir ein Rätsel zu stellen. Bin ich gespannt. So.
Ich lege mich hier mal bequem hin. Ja, ich bin auch mal gespannt. Und zwar darf er eh nicht an die Tastatur jetzt. So. Ja, ja, ich würde es jetzt mal tatsächlich anders mal aufziehen. Und zwar auch zum aktuellen Film, den wir gesehen haben. Oh. Und zwar, wir haben ja heute Greyhound besprochen mit Tom Hanks. Mhm. Dazu habe ich nachher einen Musiktipp, aber da kommen wir später. Ja, okay. Das ist sehr witzig, weil ich habe auch einen sehr, sehr witzigen Musiktipp. Und Tom Hanks hat laut den Infos, die ich jetzt hier habe, in insgesamt jetzt schon 3 Filmen mitgespielt, die während der Zeit des Zweiten Weltkriegs spielen. Hm. So, der eine ist Saving Private Ryan. Genau. Und jetzt möchte ich von dir wissen, was der andere ist. The Big Red One? Nein. Nee. Die Brücke von Arnhem? Nein. Ah, das war doch irgend so ein altes Ding, wo der nur so als Nebendarsteller dabei war. Da war irgend so ein Meldegänger oder irgend sowas. Nein. Nein. So, ja. Und um diesen Film geht es nämlich jetzt. Also der ist hier Dingsen. Soll ich dir ein paar Schauspieler davon nennen? Nee, warte, lass mich erstmal kurz so überlegen. Tom Hanks. Mal kurz überlegen. Wahrscheinlich hat er nur so den... Ach, bei Forrest Gump war er auch mal im Zweiten Weltkrieg kurz, oder? Ach nee, das war Vietnam. Oh. Nee. Das war Vietnam, ja. Das war Vietnam. Der ist erst später geboren. Ja. Nee, dann war es das nicht. Lass mal überlegen. Das muss man doch drauf kommen können, wo der mitgespielt hat. Oder ein Film, der das nur so am Rande als Thematik hat, vielleicht. Ich bin mir relativ sicher, dass du ihn gesehen hast, den Film. Bin ich mir auch ziemlich sicher, wahrscheinlich. Ja, fang mal an. Brauch Hilfe. du brauchst Hilfe. Ja. Okay. Möchtest du vielleicht erstmal raten, in welchem Jahr der gedreht wurde? Ach so, ich soll schon fragen. Ich dachte, du hast gerade erwähnt, du willst mir Darsteller nennen. Aber ja, gut, ich kann dir auch Tipps geben, wie du möchtest. Dann, ich denke mal, ich schätze mal, der war aus den 90ern. Ja. Weil da weiß ich, da hat er ja auch so noch Nebenrollen gehabt. Denn der ist ja dann erst 93, 94 hat er ja 2-mal einen Oscar gewonnen. Vielleicht spielt er Castaway sogar zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Nein. Nee. Keine Ahnung. Okay. Also aus den 90ern, warte mal, was hat er denn vor? Das muss ja vor seinen großen Erfolgen gewesen sein, sonst hätte er ja gleich im Spotlight gestanden. Richtig? Also muss irgendwie zwischen 90 und 93 gewesen sein. Ja. Ja. Ich brauche Hilfe. Ich komme gerade nicht okay, drauf. Okay, ich nenne dir mal ein paar Schauspieler. Da wäre zum Beispiel Renee Coleman. Keine Ahnung. Freddie Simpson. Anne Ramsey. Okay, klingt gar nichts. Anne Cusack. Dann Bitty Schrum. Sag mal, war das eine Komödie? Jein. War das irgendwie so ein Käfig voller Narren oder irgend sowas? Oder nein. Was gab es denn damals noch? Da gab es doch hier diesen Wo bitte geht's nach Hollywood hier oder sowas. Wie hieß denn der? Nein. Der war doch auch zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Nein. Bitty Schrum? Nee. Tracy Reiner? Sag mal, du liest aber schon Darsteller vor und nicht die Maske oder ja. So. Megan Kavanagh. Sagt mir auch nichts. Jetzt wird's spannend. Rosie O'Donnell. Madonna? Was für Filme? Lori Petty. Tom Hanks ist klar und dann spielt noch eine mit. Hä? Das Spiel. Soll ich dir den letzten Namen auch noch sagen? Na, sag mal. Gina Davis. Ja, war das hier diese Animations-, diese Mischung hier? Nein, kein Animations-. Da doch, oder Dick Tracy oder sowas? Oder Dick Tracy? Nee, da war doch Madonna dabei, oder? Und wie ist der andere, wo Framed Roger Rabbit? Da war doch auch Madonna irgendwie. Und Roger Rabbit, nein. Gina. Hä? Im zweiten, hat der Film Kampfhandlungen zum Thema oder spielt er nur in der Zeit? Ich habe ja gesagt, spielt in der Zeit. Ach so. Also quasi in der USA, des, während der Zeit des Zweiten Weltkrieges spielt der Film. Ja. Pff.
Okay, nächster Tipp. Es geht um eine Sportart. Sportart? War das dieser Baseball-Film? Baseball ist schon mal nicht schlecht. Warte. Aber nicht hier Indianer von Cleveland oder sowas. Nein, nee, das nee, ist Charlie Sheen. Das. Na, was weiß ich, vielleicht hat er da irgendwie eine Nebenrolle an der Seite oder sowas. Nein. Aber da, nein, warte nein. mal, der Baseball-Film mit Madonna. Baseball-Film mit Madonna. Jetzt lass mal überlegen, weil da. Ich komme drauf. Ich habe die irgendwie so im Sinn, dass die da irgendwo mitgespielt hat. Ja. Und Gina Davis. Also Madonna hat ja nicht in vielen Filmen mitgespielt. A League of Her Own, jetzt. Oder? Ja, A League of Their Own, ja. Eine ja. Klasse für sich auf Deutsch. Ah, genau. Okay. Okay, weil du hast mich gerade übrigens, weil der hat nämlich, glaube ich, auch bei Band of Brothers hat er da nicht auch noch mitgespielt. Ist mir vorhin noch eingefallen. Tom Hanks. Oder hat er nur produziert? Produziert, glaube ich. Ja. Band of Brothers. Aber das war, glaube ich, dann danach. Das war nach Saving Private Ryan kam dann Band of Brothers. Da haben die dann Spielberg und Hanks haben produziert, genau. Ach ja, okay, das war schwer jetzt gerade. Das war schwer. Und Band of Brothers war eine Serie, kein Film. Ja, ja. Schweiß. Ja, ja, ich habe gesagt Film. Ja. Aber eine Klasse für sich, ey, boah, das habe ich vor Ewigkeiten gesehen. Aber Madonna hat zum Glück nicht viel gemacht. Das war ja, ja, aber, das war aber cooler Film. Ich mag den. Ja, ich nicht. Okay, schade. Ich habe den damals. Du hast ihn gesehen auf jeden Fall. Ah, ist ewig her, dass ich den gesehen habe. Und ich fand den nicht nochmal schauwürdig oder sowas, glaube ich. Okay. Lief irgendwann mal im Fernsehen. Ja, trotzdem cooles. Aber Glückwunsch, Rätsel, Erik, aber du bist beim nächsten Mal dran. Also, ey. Applaus. Und jetzt spiel nochmal Ja, Ja, Ding Dong. So, jetzt kann ich ja mal gucken hier. Warte mal. Madonna, so. Warte mal. Ach ja, die hat nämlich auch bei Dick Tracy mitgespielt. Sie, da lag ich gar nicht so verkehrt. Spiel nochmal Ja, Ja, Ding Dong. Ja? Spiel jetzt Ja, Ja, Ding Dong. Ja, Ja, Ding Dong. Eigentlich sollte man das, als wenn man es richtig erraten hat, sollte Ja, Ja, Ding Dong kommen. Das machen wir, wenn die Kate wieder da ist. Da sehen wir, ob die Sendung gehört hat jetzt. Ich würde mich da dafür einsetzen, dass das passiert, ja. So, dann war das ja auch schon wieder das Rätsel. Und wir kommen mal zu unseren Musiktipps. Music. Ich habe passend zu unserem Seemannsfilm hier einen Song, den ich witzigerweise jetzt erst am Wochenende durch Zufall entdeckt habe. Ich höre ja immer über Alexa Radio Schwarze Welle, da kommen echt noch gute Sachen. Und da kam von Mr. Hurley und die Pulveraffen der Song Blau wie das Meer. Und das ist so ein, wie soll man es nennen, so Irish Folk mäßig und ein Seemannslied. Und das ist jetzt nicht so eine Santiano-Casting-Scheiße, sondern das ist halt wirklich die Santiano! Das ist ja eine Casting-Band, ne? Hast du das gewusst? Echt? Die sind gecastet worden, ja. Ach, du Scheiße. Das ist eine Casting-Band, die so zusammengestellt, oh, jetzt machen wir hier sowas und das geht, glaube ich, und das könnte, und dann sind die richtig fett produziert worden von irgendjemand. Egal. Jedenfalls, Mr. Hurley, der hat so einen lustigen Text und ich habe den auch schon meiner Frau vorgespielt, als wir letztens zusammen im Auto gefahren sind. Da habe ich gesagt, du, ich habe hier so ein Lied gehört. Ich fand das total lustig. Was sagst du dazu? Und der hat echt einen witzigen Text und einen wirklich coolen ja, musikalischen Refrain auch, der mir dann irgendwie so richtig im Ohr geblieben ist, so ohrwurmmäßig. Und das passt ja auch jetzt zum Blau wie das Meer. So, und jetzt, Blau wie das Meer, okay. Die sind sogar, auf YouTube sieht man ein Video, wie sie auf Wacken auftreten. Das stelle ich mir voll cool vor, wenn dann so die ganze Menge abgeht und so. Was hast du? Ja, hat was. Ich habe aus dem Soundtrack von The Old Guard, den ich sehr cool fand eigentlich, also da auch wirklich stimmige, für mich, wie ich finde, stimmige Musik drin, aber das werde ich dann nächste Woche noch genauer erzählen, ein Track rausgenommen, der, also es gab mehrere dazu Auswahl, sage ich gleich, aber ich habe dann mich für Frank Ocean mit Godspeed entschieden, einfach auch, weil ich dann den Überschlag zu Greyhound nochmal habe. Ne, also abgesehen von Frank Ocean, klar, aber Godspeed wünscht man sich ja oder haben die sich da auch gewünscht am Ende. Deswegen fand ich das ganz passend.
Und das heißt nämlich, ich habe in dem Fall beide Heimkinofilme mit einem Song perfekt miteinander verknüpft. Beide Heimkinofilme, meine Güte. Super. Dann, wir hatten ja auch ein bisschen einen Kommentar bekommen. Ich hatte ja letzte Woche über unsere Patreon-Gruppe oder unsere Patronin, den kann ich nämlich eigens eine Nachricht schicken. Und das habe ich letzte Woche mal getan, vor der Sendung eigentlich, habe ich geschrieben, so, hey, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt über Patreon. Und liebe Hörer, falls ihr jetzt das hört und seid noch nicht bei Patreon, unterstützt uns noch nicht, dann macht das mal. Könnt ihr den Kinocast unterstützen mit ganz kleinen Beiträgen, so 1 Euro im Monat, tut ja nicht weh. Und es läppert sich aber, wenn das viele machen. Und dann bekommen auch unsere Patronen immer mal die Möglichkeit, jetzt zum Beispiel auch Fragen zu stellen. Und das habe ich letzte Woche mal gemacht und kam aber erst jetzt vor ein paar Tagen eine Antwort, und zwar vom Cedric, der uns da unterstützt. Der schreibt, hey zusammen, erstmal natürlich ein dickes Lob für euren Podcast, immer kurzweilig. Das Quiz ist übrigens eine tolle Ergänzung. Ha, super. Ja, zu eurem Aufruf hätte ich 2 Fragen. Also ich habe ja gefragt, wolltet ihr schon mal immer irgendwas von uns wissen? Also von uns jetzt in Klammern die 2 Typen, weil die Kate ist gerade nicht da. Und er schreibt hier, wenn ihr bei einem Film eine Sache, zum Beispiel Casting oder Plot, ändern könntet, was wäre das? Willst du noch eine Weile überlegen? Weil ich habe gerade was im Sinn, oder? Aber wenn du schon was hast, dann immer raus damit. Ich hätte gerne den Plot bei Matrix 3, bei Matrix Revolutions geändert, weil ich fand Matrix 1 einen absoluten Hammer. Matrix 2 war auch noch gut. Wobei das auch mehr oder weniger an Monica Bellucci liegt. Nee, aber Matrix 2 war auch cool. Hatte coole Szenen drin, die Autobahn-Chase-Jagd hier, die Jagd dann und so weiter. Und auch mit dem Schlüsselmacher und so. Da wurde so viel aufgemacht, wo wir damals auch im Forum viel spekuliert haben. Wie geht's jetzt mit dem dritten Teil? Wie kann es da weitergehen? Wir hatten echt coole Ideen. Und dann kam Matrix Revolutions und der war einfach scheiße. Der war richtig scheiße. Also diese riesen Gangbang-Orgie da unten drunter, das hat alles überhaupt nicht gepasst und so. Und da war kaum was mit der Matrix. Also dieses eigentliche Matrix-Gefühl, so, ich bin da jetzt drin in diesem überdimensionalen Computerspiel und kann alles machen, was ich will und so. Das hat irgendwie völlig so richtig gefehlt und ist abgegangen. Also wenn ich die gucke, ich habe ja die Box hier mit allen 3 Filmen, ich gucke immer nur die ersten 2. Den dritten finde ich so scheiße. Ich weiß nicht, ich habe den, glaube ich, nach meinem Kinobesuch damals nur einmal noch irgendwann gesehen, aber dann auch mit gewissem Abstand. Deswegen, wenn ich was ändern würde, würde ich bei Matrix 3 den Plot ändern. Casting ist soweit okay bei Matrix 3. Ja, aber den Plot würde ich anfassen. Bei dir? Also, ich möchte da gleich mal vorne rausschicken, ich finde es immer schwer zu sagen, wow, ich würde da die Schauspieler ändern, weil nee, würde ich nicht. Die sind halt dann da drin. Du hast die bekommen, mehr oder weniger. Und die hast du dann halt. Ob das jemand anders besser gemacht hätte oder nicht, boah, da weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Also, naja, kann ich mir echt nur. Wenn die jemand extrem, hättest, wo du sagst, der könnte da aber wesentlich besser passen, der oder die Schauspielerin. Ja, könnte besser passen, aber da ist die Frage, wenn er besser passt, macht er es dann auch besser? Nein, deine Wunschvorstellung. Es geht ja hier, also sollst du, glaube ich, nicht zu sachlich rangehen, sondern in deine Wunschvorstellung. Doch, da muss ich sachlich rangehen. Da könnte ich auch sagen, hier, ich hätte mir Bugs Bunny gewünscht bei Roger Rabbit oder sowas. Also zum Thema Plot, da hätte ich zum Beispiel bei dem A-Team-Kinofilm, da hätte ich einiges anders gemacht. Da hätte ich andere Darsteller genommen. Boah. Aber ich könnte es jetzt sofort aus der Lameng jetzt nicht sagen, wen. Sowas daraus. Weil den fand ich falsch besetzt, den Film. Also ich hätte tatsächlich aber einen Film, wo ich den Plot komplett nochmal ändern würde. Obwohl, da würde ich auch einen Plot ändern. Und zwar Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels. Den gibt's nicht, den Film. Das ist eine Legende. Den gibt's nicht. Indiana Jones endet nach 1 bis 3 und dann gibt's einfach nichts. Jetzt versuchst du den Leuten hier wieder zu erzählen, es gäbe diesen vierten Teil. Den gibt's nicht. Na? Tja. Da guckst du jetzt, dass ich mit sowas ums Eck komme, hätte ich gedacht. Ne? Geh doch in deine Telegram-Gruppe, kannst du erzählen, dass es hier ein Film. Also der war echt, der war ziemlich. Ich kenne den unsäglich. Film nicht, ich weiß nicht, ich habe den gelöscht von meiner Festplatte. Also von meiner Gedanklicht-Festplatte. Ich habe mein Gehirn danach auf Werkseinstellung zurückgesetzt und habe mir alle Filme nochmal neu angeguckt, die ich bis dahin geschaut hatte, damit ich den gelöscht habe.
ah, wie kann man so eine Scheiße machen, ey, das ist echt so, so enttäuschend, ey. Oh, so enttäuschend. Ah. Ja, nee, ich überleg grade, da hätte ich mir, glaube ich, echt was anderes gewünscht. Also okay, ich hatte ja einmal mit Plotänderungen so und einmal mit Darstelleränderungen. Ich gucke jetzt gerade so ein bisschen mein DVD Blu-ray-Regal hier an, ob ich irgendwas geändert hätte. Ach, ich weiß nicht, nee, so eigentlich passt das soweit. So. Also ich sag mal so, ich habe jetzt auch nur Filme hier stehen, von denen ich denke, die gefallen mir so gut, da würde ich vielleicht nichts ändern dran. Deswegen vielleicht... ja, das ist es ja, weißt du. Deswegen tue ich mir da echt schwer und deswegen... Ah, doch, aber ich hätte einen. Ich hätte einen. Doch einen. Ja, Plotänderung. Welcher war das? Terminator, die Erlösung oder wie der hieß, wo dann dieser eine Typ da den Terminator gespielt hat, was ich daneben fand. War nochmal Terminator. Erlösung war das, glaube ich, wo ich den so schlecht besetzt fand. Ich nehme an, du gehst gerade zur Tür, weil dein Hund gebellt hat. Genau, das spielt ja Christian Bale und Sam Worthington, genau, und das hat nicht gepasst. Das hat nicht gepasst. Ich weiß nicht, warum mein Hund bellt. Ich habe es einfach lautlos gemacht, um ihn zu schimpfen. Ja, Christian Bale spielt da John Connor, was okay ist, aber Sam Worthington, das war irgendwie blöd besetzt, fand ich. Ja. Okay, jetzt habe ich eigentlich beides abgegrast. Er hat noch eine Frage. Was schätzt ihr am Kinobesuch? Ich gehe gern mal ins Corso in Fayingen. Oldschool-Feeling und nur 3 Werbespots vor einem Star Wars sind auch mal ganz nett. Tja, Cedric, wenn du nach Fayingen gehst, kannst du auch mal in die Sneak kommen, in die Metropole, in die Innenstadt-Kinos. Da läuft nämlich gar kein Werbespot. Ha! Da gibt's was zu gewinnen vorher. Da kannst du noch ein T-Shirt abgrasen, eine Tasse oder ein Harry Potter Armband oder sonst was. Weil das nämlich gesponsert ist mit vom Kino und von Close-Up. Da gibt's nochmal coole Sachen zu gewinnen und da kommen keine Werbung. Und du siehst einen Film, der erst viel später anläuft. Und ja, was schätzen wir am Kinobesuch? Also aktuell schätze ich sehr, dass ich Platz habe, dass keiner, ich bin ja 1,76 Meter und ich schätze es sehr, dass vor mir kein 2 Meter Basketballspieler sitzt, an dem ich nicht vorbeigucken kann. Ansonsten Kinobesuch also allgemein, Gruppendynamik. Ah, was? Nein, nicht Gruppendynamik, schätze ich gar nicht beim Kinobesuch. Ich schätze daran wirklich. Was Lustiges ist und wir sitzen alle da und hauen uns vor Lachen weg, das ist doch cool. Ja, natürlich, aber das ist ja, aber ich habe einfach bei manchen Sachen, wie jetzt heute bei Greyhound, auch das Gefühl, das sind manche Sachen, sollte man wirklich so richtig gute Filme, die noch größer dann einfach rüberkommen auf der großen Leinwand, das schätze ich daran. Das stimmt auf jeden Fall. Und dass ich da reingehen kann und mal 2 Stunden lang wirklich mich irgendwo hinsetzt und mitfiebern kann, und das ist jetzt nicht so wie im Fußballstadion oder sowas, wo ich dann 2 Stunden dran sitze oder 1,5 Stunden dran sitze, mir die Seele aus dem Leib schrei, frustriert nach Hause gehe, sondern in den meisten Fällen gehe ich dann aus dem Kino eigentlich doch ganz mitgerissen ein bisschen raus und konnte halt wirklich mal die Welt draußen kurzzeitig ausschalten. Genau, das ist nämlich das Schöne, dass man sich da irgendwie diese Traumwelt hat. Deswegen heißen ja auch manche heißen irgendwie Traumpalast oder irgend sowas. Oder auch so Palastkinos gibt es ja vielfach, ne? Wirklich so in eine andere Welt eintaucht. Und was du aber bei den Bildern nicht vergessen darfst, ist auch der Sound. Ne? Der Sound macht sehr viel aus. Natürlich. Und da können halt viele Heimkinos auch nicht mithalten, wenn da so ein, so ein 80 cm Subwoofer da irgendwo hinter der Leinwand ist oder irgend so ein Dolby Atmos hier wie im Gloria. Da können Heimkinos nicht mithalten, weil das machen die Nachbarn nur begrenzt mit. Naja, ansonsten, was du schon gesagt hast, das Schöne ist halt im Kino, dass man wirklich auch mal wieder gezwungen ist, seine Aufmerksamkeit auf eine Sache zu richten. Außer wenn jetzt in der Sneak großer Scheiß kommen, wir doch mal auf dem Handy ein bisschen scrollen. Aber im Normalfall ist es so, wenn du wirklich einen Film siehst, dann lässt du halt das Handy dann wirklich in der Tasche und hast halt wirklich mal die 1,5-2 Stunden, guckst halt den Film an. Du bist dann drin in der Welt, während zu Hause gibt es irgendwie 1000 Ablenkungen, gerade wenn die hier irgendwie eine Leute reingestürmt kommen ins Wohnzimmer und dann klingelt das Telefon und das und da muss man wieder anhalten, weil da DHL kommt und sowas. Ja, das ist halt das Schöne im Kino. Da ist man so komplett ausgeklingt irgendwie. Ja, eben. Corso und Fying, da war ich tatsächlich auch ein paar Mal. Da war ich bei Guardians of the Galaxy im Original, weil da laufen ja meistens die Originalton die Filme. Das ist ja dieses ehemalige amerikanische
Kino. Lincoln habe ich da geguckt und noch ein paar andere. Finde ich auch sehr schön, das Kino. Ich glaube aber, die haben jetzt umgebaut. Also richtig oldschoolig ist das nicht mehr. Habe ich nämlich bei denen auf der Facebook-Seite gesehen. Die haben das wohl alles neu gemacht. Ich weiß nicht, ob du jetzt nach Corona schon mal wieder da warst, weil ich glaube, die haben die Zeit ganz gut genutzt. Musst mal wieder gehen und gucken, ob es ja, ob es immer noch so oldschoolig ist dort. Ansonsten, was ich da negativ finde, dass es da nur gesalzenes Popcorn gibt. Also wenn ich schon mal Popcorn nehme, dann sollte es schon süß sein oder karamellig oder sowas. Aber das ist ja dann schon wieder spezial. Aber salzig geht gar nicht. Oh, das ist nichts für mich. First World Problems hier. Das ist nichts für mich. Ja, und er schreibt noch drunter natürlich beste Grüße an Kate, was ich hiermit übermittelt habe. Und ich habe der Kate auch diese Mail mit weitergeleitet. Da kann sie das dann auch lesen. Ja, an die anderen Patronen sind ja dann doch ein paar. Ihr könnt auch gerne noch eure Fragen stellen. Dann können wir auch drauf eingehen. Das waren eigentlich coole Fragen, genau. Fand ich so. Musst du mal ein bisschen nachdenken und so. Ja. Jo, ansonsten, wenn ihr irgendwas habt, könnt ihr auch einen Kommentar da lassen auf kinocast.net oder auf allen Plattformen, wo ihr das so hören könnt. Aber dann ist immer schwierig, das nachzuvollziehen. Dann nimmt es mir nicht übel, wenn ich mal auf irgendeinen Kommentar nicht eingehe, wenn ihr da auf irgendeiner, was weiß ich, potster.de oder sowas irgendwo einen Kommentar hinterlasst. Also der Kinocast, den gibt es ja jetzt schon so lange, irgendwie gefühlt jede Plattform, die es im Internet gibt, wo Podcasts abgespielt werden können, zieht sich dann einfach den Feed, was ja okay ist. Aber dann, wenn ihr da irgendwo einen Kommentar da lasst oder so, sieht man das nicht unbedingt. Also nutzt am besten kinocast.net und dann kommt das auch an. Okay, dann sind wir soweit durch, oder? Haben wir noch was? Ja. Nichts? Nein. Okay. Dann schauen wir mal, was uns morgen, oder ob ich morgen das nie kann, aber du gehst ja sonst auf jeden Fall und ich werde dann bestimmt auf jeden Fall deine Hausaufgabe nachholen. Wenn der Lehrer mir die Hausaufgabe gibt, dann mache ich das auch. Und ja, aber hallo, hey. Sonst gibt's Erik, das geht so nicht mehr weiter. Gibt es also einen Eintrag ins Mutti-Heft hier? Naja, dann lade ich mal deine Frau zum Gespräch ein. Okay, dann schöne Grüße an Kate und Chris, vielen Dank an dich fürs Mitmachen. Und sehr liebe gerne. Hörer, lasst euch gut gehen, bleibt gesund, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Ja, ja, Ding Dong. Spiel nochmal Ding Dong. Ja, haben wir doch schon gespielt. Ich spiel jetzt nochmal Ding Dong. Okay, okay. Da geht er rein so. Ich spiel nochmal Ding Dong. Bis bald im Kinocast.